John Barrymore war ein US-amerikanischer Schauspieler, der in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu den erfolgreichsten und angesehensten US-Schauspielern zählte. Nachdem er als Theaterschauspieler am Broadway zur Berühmtheit gelangte, wurde er in den 1920er und 1930er Jahren zum Hollywood Star. Schauspielkarriere. John Barrymore war der dritte Sohn des amerikanischen Theaterschauspielerehepaars Maurice A. Barrymore und Georgie Dreyf. Nach seiner Schwester Ethel Barrymore und seinem Bruder Lionel Barrymore der jüngste der berühmten Fabialis. Barrymores. Alle drei Geschwister sollten bekannte Bühnen- und Filmschauspieler werden. John Barrymore gab sein Theaterdebüt 1903 in dem Stück Magde. Er wurde bald einer der bekanntesten Bühnenschauspieler seiner Zeit dank Erfolgen in Stücken wie A auf Anatol, Peter Ibützen und Redemption. Den Höhepunkt seiner Bühnenlaufbahn erreichte er Anfang der 1920er mit Auftritten in Richard der Dritte und als Hamlet von William Shakespeare. Er war damals als der perfekt Profile bekannt und galt als Mann mit der schönsten Stimme der Welt. Sein Spitzname The Great Lover bezog sich sowohl auf seinen Erfolg als Darsteller romantischer Helden als auch auf seine zahllosen Affären. Schon 1913 war Barrymore das erste Mal in einem Film aufgetreten und konnte 1920 einen großen Erfolg in Dr. Jekyll und M.R. Hyde halt unter der Regie von John S. Robertson feiern. Mitte der Dekade unterschrieb er einen sehr lukrativen Vertrag mit Warner Brothers, die 1926 für seinen Film Don Juan zum ersten Mal einzelne Passagen des Filmes auf einem Extratonträger mit Dialogen unterlegten. Der Erfolg des Projekts führte zu weiteren Investitionen des Studios in die Entwicklung des Tonfilms. Das Aufkommen des neuen Mediums verhalfe dem Schauspieler zu einer neuen Karriere, da er nunmehr seine berühmte sonore Stimme wirkungsvoll zum Einsatz bringen konnte. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete Barrymore hauptsächlich als Filmdarsteller. Irving Thalberg lockte den Schauspieler für eine Gage von bis zu 150.000 Dollar zu MGM und schaffte es. 1932 alle drei Geschwister für das Drama Rasputin, der Dämon Russlands, vor die Kamera zu holen. Im selben Jahr trat Barrymore neben Greta Garbo, John Crawford und Wallace Berry in Menschen im Hotel auf. Der ersten Produktion mit einer Allstar-Cast. Ende 1932 war John Barrymore an der Seite von Katharine Hepburn in eine Scheidung zu sehen, in dem Hepburn ihr Leinwanddebüt gab. Barrymore spielt einen Mann. Der aufgrund einer mentalen Erkrankung jahrelang im Sanatorium verbringt und am Tag der Hochzeit seiner Tochter wieder auftaucht. Eine ganz andere Rolle hatte er in Topazze als charmanter Betrüger, der mit seiner Geliebten, gespielt von Myrna Loy, einen Coup plant. David O. Selznick, der Produzent von Topazze, gab Barrymore im Folgejahr noch zwei gute Rollen: zum einen in Dinner um 8 neben Marie Dressler und Jean Harlow sowie in Nachtflug wo er an der Seite von Clark Gable und Helen Hayes mitwirkte. 1934 drehte John Barrymore unter der Regie von Howard Hawks mit Napoleon vom Broadway eine der ersten kam dies. John Barrymore war danach hauptsächlich in Nebenrollen zu sehen. So 1936 in George Cukors Romeo und Julia als Mercutio und 1938 in Marie Antoinette als Ludwig der 15. mit in den folgenden Jahren machte sich Barry Morris langjähriger Alkoholismus zusehends auch beruflich bemerkbar, so dass er immer schwerer Rollen bekam. Nach dem Auftritt 1939 in der Filmkomödie Midnight Enthüllung um Mitternacht seiner letzten A-Produktion, spielte John Barry Moore bis zu seinem Tod nur noch in zweitklassigen Filmen, die seinen ehemaligen Ruhm ausbeuteten und ihn meist als Karikatur seiner selbst darstellten. In seinen letzten Lebensjahren wandte er sich auch zusehends wieder dem Theater zu. Privatleben. John Barrymore verstarb 1942 im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt, als er sich gerade auf einen selbstironischen Auftritt in einer Radioshow von Rudi Walle vorbereitete. Zu diesem Zeitpunkt war das öffentliche Ansehen Barrymore's an einem Tiefpunkt und sein turbulentes Privatleben war häufiger Inhalt von Klatschzeitschriften. Der Schauspieler war viermal verheiratet. Von 1910 bis 1917 mit der Schauspielerin Katharine Cory Harris, von 1920 bis 1928 mit der Schauspielerin und Autorin Blasche Oelrichs, von 1928 bis 1934 mit Filmstar Dolores Costello sowie von 1936 bis 1940 mit der Schauspielerin Elaine Berry. Alle Ehen wurden geschieden. Seine Tochter Diana Barrymore, die selbst ihr Leben lang unter Alkoholismus litt, beschrieb ihren Vater in ihrer eigenen Biografie Tumuch. Tussun von 1957 als manipulativen, krankhaften Egomanen. In der Verfilmung übernahm er Rolf Lynn, damals selbst bereits von Drogensucht gezeichnet, den Part von John Barrymore. Ein weiteres Kind von ihm war der Schauspieler John Dreyf Barrymore. Dessen Tochter und somit Barry Morris Enkelin, Drev Barrymore, ebenfalls eine berühmte Schauspielerin ist. Filmografie: 1915 The Dictator, 1916 The Aid Widow, 1920 Doctor, Jekyll und Mr. Hyde, 1922 Sherlock Holmes, 1924 Die Liebesaffären des Borbremel, Glück und Ende des englischen Casanovas. 1926 The Sea Beast, 1926 Don Juan, 1927 Der Battle Poet, 1928 Wetterleuchten, 1929 Der König der Bernina, 1930 Moby Dick, 1931 Sven Gali, 1932 Arsene Lippe, Der König der Diebe, 1932 Menschen im Hotel. 1932 eine Scheidung. 1932 Rasputin. Der Dämon Russlands. 1933 Topazze. 1933 Rende in Wien. 1933 Dinner um acht. 1933 Nachtflug. 1933 Councilor at Lowe. 1934 Napoleon vom Broadway. 1936 Romeo und Julia 1937 Mein Zeit. 1937 True Confession 1938 Marie Antoinette 1938 Piraten in Alaska 1939 Enthüllung um Mitternacht 1940 The Great Profile 1940 Die unsichtbare Frau Hauptrollen am Broadway 1904 The Dictator. 1909 The Fortune Hunter. 1911 Uncle Sam. 1912 The Affairs of Anatole. 1916 Justice. 1917 Peter Ibbudsen. 1920 Richard III. 1922 Hamle. 1940 My Dear Children.